Sie wollten uns noch eine Geschichte erzählen. Eine ganz kleine Thomas. Geschichte, weil man fragt immer so bei uns, was ist denn Jiddisch? Und sagen, ja, kommt ihr aus Israel? Und das hat eigentlich gar nichts damit am Hut. Jiddisch ist ja eine Sprache, die bei uns entstanden ist. Und da gibt es eine, so wie man auch sagt, sprichwörtlich, Jiddisch redet man nicht, es redet sich von allein. So gibt es eine Geschichte, die mit Chuzpe erzählt, eigentlich über die Sprache. Ich möchte es ganz Jiddisch erzählen. Im Berliner romanischen Kaffeehäus, berühmtes literarisches Café in der Weimarer Zeit, sehnen gesessen jiddische und deutsch-jiddische Schreiber. Min hot gefier der hitzigen wie Kujer, a die Sput wegen dem, welche Sprach auf der Welt ist die schönste. Nu, Leon Feichtwanger hat gehalten as die französische. Scholl Tschernichowski as die russische. Wenn Scholem Asch ist gekommen zum Wort, hat er gesagt, kurz und bindig. Und mir dachte ich, als die schönste Sprache auf der Welt ist Jiddisch. Anu, far was ebbes Jiddisch, wundern sich de Pencher wehrim. Anu, weil man versteht jedes Wort. Dankeschön, Thomas.